Hey Leute, in diesem Video reparieren wir den Antriebsriemen an einem Peugeot Jet Force. Und zwar wurde mir gesagt, dass der Antriebsriemen kaputt ist. Ich selber habe es noch nicht überprüft, das sehen wir, wenn wir es aufmachen. Aber ein Indiz dafür wäre zum Beispiel, wenn ich ihn jetzt starte, er startet gut und wenn ich dann Gas gebe, sich der Reifen aber nicht dreht. Das schauen wir mal. Ich lasse ihn mal an. Ich hoffe, er springt an. Schaut auf den Reifen. Okay, er hat sich ganz, ganz merkwürdig verhalten. Ich habe Gas gegeben, er hat zuerst beschleunigt, also er hat zuerst hochgedreht, der Reifen hat sich nicht gedreht. Dann habe ich Gas gegeben, hat so ein bisschen abgewürgt. Wir machen die Vario auf und schauen rein. Den kleinen Akkuschrauber zur Hand genommen, machen wir mal die Schrauben ringsrum weg um die Variomatik und dann können wir den Vario-Deckel abmachen. Alles total versifft hier. Mensch, Leute, reinigt doch mal eure Roller ein bisschen besser. Wie sieht denn das aus? Ja, guck mal, was mir hier schon entgegenfliegt. Das ist ein Stückchen vom Antriebsriemen. Ja, guck mal hier. Schau da hin. Das ist gerade alles da rausgekommen. Das war der Antriebsriemen. Guck mal, wie er sich hier festgefressen hat. Okay, ich hole mal den großen Schlagschrauber, dann lösen wir das hier. Jetzt mit dem kleinen Spielzeug, eingestellt auf 1300 irgendwas Newtonmeter, lösen wir die Kupplungsglocke. So, nehmen wir die gleich mal ab, schauen rein, wie das aussieht. Das Übliche, okay, hier sind ein paar Krümel drin, aber... Ja, macht noch einen soliden Eindruck. Ja, fühlt sich gut an, hat keine Riefen, keine Kerben. Müsste passen. Dann Wandler und Kupplung. Guck mal, wie es da alles reingedrückt hat, reingezogen hat, den Antriebsriemen. Ja, müssen wir alles noch sauber machen, rausholen. Alles klar, dann machen wir vorne an der Vario weiter. Ich habe hier mal, eigentlich ist das ein Schlüssel, um Ölfilter abzuziehen. Ich missbrauche den und also als kleiner, ja, zum Festhalten, weil ich kein Blockierwerkzeug habe. Ich finde, es funktioniert ganz gut. Ich weiß nicht, ob es darauf ausgelegt ist. Ich mache es einfach mal. Ihr wisst ja, ihr kennt ja mein Motto. Einfach machen und schauen, was passiert. So. Die Mutter ist auch lose. Und dann können wir die Riemenscheibe abmachen hier. Okay, so. Okay, ist das alles dreckig ein bisschen? Ja, es ist okay. Also es ist nicht so gravierend. Da könnt ihr sehen, wie sich hier alles ja, festgezogen hat. Das sind die Reste vom Antriebsriemen. Da. Dann können wir jetzt die Vario rausholen noch. Eigentlich brauchen wir die gar nicht rauszuholen, aber es ist einfach bequemer. So. Achso, hier noch mit Distanzring. Ja, Moment. Da ist noch. Hier noch eine Distanzscheibe. Darf man nicht vergessen. Okay, und hier hat er den Deckel verloren für das Getriebeöl. Ich muss mal schauen, ob ich den hier drin irgendwo noch finde oder ob der sich verabschiedet hat. Ich hoffe mal nicht. Aber ich werde es euch später dann berichten. Ich stochere hier gerade in den ganzen Ritzen rum und hole die alten Krümel, die hier liegen, weil ich einmal noch gute Hoffnung bin, dass ich den Deckel für da oben irgendwo hier dazwischen findet. Muss aber sagen, sieht schlecht aus. Ich glaube, der Deckel ist verloren. Schade, muss ein neuer her. Ja, schade. Schade, Banane. Alles klar, Ersatzteile sind da. Hier ist der Gummistopfen Dingsbummens für den Getriebe, für das Getriebedeckel, für den Getriebedeckel. Der wird einfach nur hier reingestopft. Schau mal hin. Der ist ja verloren gegangen. Das Ding hier kommt einfach nur da rein. Dann verlieren wir schon kein Getriebeöl. Oh, der sitzt aber stramm. Oh, oh, ich glaube, der passt gar nicht. Oder? Doch, ein bisschen Schmack ist und er sitzt perfekt. Dann haben wir noch den neuen Antriebsriemen. Der hier ist nicht laufrichtungsgebunden.
Boah, bauen wir einfach mal ein. Okay, dann setzen wir als erstes mal den Wandler rein. Okay, wir können den Riemen hier schon drüber platzieren. Na, so. Dann kann ich das auch schon ein bisschen vorspannen. Ihr wisst ja, wie ich das immer mache. Wie soll ich sagen, den Wandler zu mir drücken, den Riemen dabei reindrücken. Dann gewinnen wir hier an Spielraum und haben nachher einfacher oder mehr Platz zum Montieren beim Zusammenbauen. So. Okay, dann kommt die Vario. Da ist das gute Stück. Da drücken wir hier rein. Oh, nichts verlieren. Dann können wir die Hülse auch gleich mit drauf machen. So. Immer schauen, dass man möglichst keine Teile verliert. Oder nicht, was heißt nicht verliert, dass man alle Teile auch wirklich einbaut. Weil oftmals passiert mir auch, ich baue alles zusammen und merke dann so, ups, ich habe was vergessen, dann muss ich alles nochmal auseinanderbauen. So. Dann kommt die Riemenscheibe drauf. Immer schön auf die Verzahnung achten, dass die auch vernünftig sitzt. So. Dann die Mutter. Ich hole gleich noch einen Schlagschrauber und bombe den mit richtig viel Drehmoment fest. Hier macht die Mutter. Also ich hole den Schlagschrauber, wir sehen uns gleich wieder. Da ist mein Lieblingsspielzeug. 14er Nuss ist drauf. Schaut runter. Wir klatschen den wirklich nur mit Gefühl fest. Also ja, nur ein bisschen. So, das reicht auch schon. Der Riemen ist gerade ein bisschen verrutscht. Ich drücke ihn noch ein bisschen rein. Dann habe ich vorne ein bisschen mehr Spiel. So. Und dann kann ich das hier auch festbomben. Und das war's schon. Jetzt hole ich den Akkuschrauber noch für den Variodeckel. Machen wir da auch gleich drauf. Ganz vergessen zu erwähnen, mein Azubi wie löblich, schaut mal runter. Er hat hier alles blitzblank sauber gemacht. Und den Variodeckel auch. Die ganzen beweglichen Teile da unten und sowas, da seht ihr noch den Fettschmodder. Ist alles eingeschmiert, damit es schön läuft. Weil viele haben das Problem, dass der Kickstarter, die drücken ihn runter, dann bleibt er unten, kommt nicht wieder hoch. Das liegt daran, dass alles versifft und dreckig und nicht geschmiert. Sauber machen, schmieren, das Problem ist in der Regel behoben. Also Deckel drauf und dann bauen wir den auch zusammen. So. Immer schauen, dass der Kickstarter. Ah, nee, okay. Bei dem geht es noch nicht so gut. Machen wir erstmal ein, zwei Schräubchen rein und dann probieren wir es nochmal. Ups. Okay, dann probieren wir jetzt mal den Kickstarter, ob alles klappt. Jawohl. Läuft sauber, läuft flüssig. Dann machen wir die restlichen Schrauben fest. Und die letzte Schraube. Okay, ich werde gleich rausgehen in die frische Luft und ihn starten. So, das Wetter wird besser. Wir schieben den mal raus, probieren ihn zu starten. Sollte anspringen. Er wird safe anspringen. Und dann testen wir ihn gleich mal, ob er auch fährt, ob die Variomatik alles passt. Ob es unschöne Geräusche gibt oder so. Okay. Ah, hier muss man voll unbequem aufsteigen. Boah, auf einen Knopf drauf. Aber das Gas nimmt er nicht an. Vielleicht muss er ein bisschen warm laufen. Nee, der ist nicht so. Ich lasse ihn mal ein bisschen warm laufen. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, der stand jetzt ein paar Tage, musste ein bisschen freiqualmen, jetzt funktioniert er tadellos. Achso, ich kann auch schauen, wie er hier den Berg anzieht. Okay, also Kraft hat er massig, Variomatik funktioniert super, aber mir gefällt nicht, dass er irgendwie
ein bisschen Probleme hat beim Anzug. Also wenn ich zu schnell Gas gebe, schade. Wir schauen mal danach. Okay, das ist das Ende vom Video. Ihr habt gesehen, wie man die Variomatik, den Antriebsriemen frisch macht und sowas alles erneuert. Das war auch das ganze Video. Es war kurz, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr könnt etwas mitnehmen und lernen. Ansonsten sehen wir uns wieder in meinem nächsten Video. Bis dahin, ciao! Kleiner Bonus. Ich habe natürlich nicht vergessen, vorhin hat das Gas nicht angenommen. Für die Leute, die es interessiert, ich habe es rausgefunden, woran es lag. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein Video dazu machen, das war ganz interessant. Jetzt kann ich doch mal zeigen, wie er anspringt und wie er läuft. Oder wie er auf Gasannahme reagiert. Ja, toll, Vorführeffekt. So. Also es war jetzt schlecht zu zeigen, aber er reagiert sofort auf die Gasannahme. Vorhin ist er ja immer, wenn ich Gas gebe, so ein bisschen abgesoffen. Viele kennen das Problem. Ich werde dazu noch ein kleines Video machen und euch zeigen, woran es lag. Wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt, jederzeit schreiben bei Rocky Roller Doktor Instagram oder aber in die Kommentare rein. Also jetzt wirklich. Ciao.